Was geht, meine Freunde? Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir sind da back am Start. Bisschen Rainbow, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Wir haben mittlerweile tatsächlich Platin 3 erreicht, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte auf diesem Account. Aber wir haben es geschafft und in diesem Sinne würde ich sagen, hoffen wir, dass wir dementsprechend auch Spaß haben. Aha, wir sind also wieder back am Start. Wir spielen auf Fortress. Eine Map, die ich nicht so mag, aber es gibt auch schlimmere Maps. Von daher. Ich gehe da voreingenommen. Sag mal voreingenommen, voreingenommen rein. Hello, Team. Ich lasse es auf mich zukommen. Mal gucken, wie es wird. So, Team, Mikrofon, Chat, redet. Bis jetzt keiner. Schauen wir, optimale Voraussetzungen. So, wen spielen wir? Wir sind noch Platin 3, also Platin-Niveau. Ach ja, nee. Wir müssen tatsächlich, machen wir die Club-Challenges. Und da muss ich die Russen spielen und mit Shotgun. Das wäre jetzt nicht so eine Shotgun-Map, aber ich könnte tatsächlich vielleicht... Nee, da hat noch nichts drauf. Okay, wir spielen als erstes Cupgun. Aber ohne quasi die Shotgun. Aber das machen wir dann nachher. Wenn wir dann sehen, dass wir quasi auf kleineren Bereichen spielen. Wobei, nee, genau, in dem anderen kann ich tatsächlich die Shotgun spielen. Nicht in diesem Bereich, weil die ist viel zu groß. Wenn die einmal aufmachen, kann ich mit der Shotgun nicht da durchgucken. Aber ich kann gleich vielleicht versuchen, wenn wir die andere Seite verteidigen, dass ich von da aus mit Shotgun spiele. Da haben wir relativ enge Räume. Und das ist dann gut für eine Shotgun. Werden sehen. Lass uns auf jeden Fall überraschen. So. Team redet immer noch nicht, also gehe ich davon aus, dass sie gerade keinen Bock auf mich haben. Yay. Die Frage ist, wie wir verteidigen uns eigentlich mit links. Wartet schon. Digga, mein Aim ist so definitiv nicht on point, Alter. Und an den Türen aus Ronsmann ist es wirklich so schlau, Digga. Und der Tür noch was? Wo ist die andere Mann, Digga? Ach, ich hab doch einen Zucker, die Alte. Machen wir mit dem noch was dran. Leute, ich spiel echt. Dachte ich spiel bei Kyo mit Shotgun. Ich dachte, ich spiel eh damit Shotgun. Machen wir noch mit dem Tür noch was. Das wird bestimmt nicht durchgehen, aber wir versuchen es mal. Holen noch. Als ob die alles aufgemacht. Dankeschön. Für diejenigen, die aufgemacht haben. Kommt wer? Nö, also das hilft uns erstmal hier ab, Digga. Ich kann hier gar nicht chillen, Alter. Wird hier aufgemacht. Change my mind. Okay, so viel. Ich will mir ganz schön in die Camps rein, wenn ich was sehe in der Hoffnung. Ah, so viel ist das schon im Hallway. Link, where? Yeah, inside the little room. Warum piek ich da nochmal, Alter? Das ist dumm von mir gewesen. Ich hätte gar nicht pieken müssen. Ey, Digga, dieses Spiel ist einfach so dumm. He's pushing you. Left. Nice run. Ah, Digga, das gibt's doch nicht. Warum haben die alles aufgemacht, Digga? Wir hatten zwei Roamer, glaube ich, ne? Wir hatten definitiv einen Roamer. Ja, und dann ist der eine richtig früh gestorben. Ah, Digga, das war so unnötig. Wo wenigstens hat der Roamer ja noch einen mitgenommen. Und der Typ, der on-site schon hat zwei Leute mitgenommen. Vielleicht jetzt einfach nicht Cupgun spielen sollen auf der Map. Aber egal. So. Okay, jetzt sind die Russen dran. Ja, sollen wir Russen spielen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die Russen. Muss ich zugeben. Aber, es sind die Club-Challenges. Also muss ich da irgendwie durch. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich tatsächlich die Russen spielen. Frage ich jetzt nur Fuse oder eher Glass. Beides nicht so optimal auf der Map eigentlich. Aber ich glaube, ich gehe eher mit Fuse. Falls sie unten sein sollten, irgendwie von oben spielen. Ah, Digga. Wobei ich muss sagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass es gibt ja auch schlimmere Maps. Aber ich glaube tatsächlich, dass Fortress momentan echt so eine Map ist, die ich gar nicht so krass mag. Wirklich nicht. Also,
Die ist anders so, aber I don't know. Die ist jetzt nicht mehr so krass geil, wie sie mal war vielleicht oder so. Wie ich meine, zumindest wie man sie am Anfang gehypt hat so. Jetzt ist sie mittlerweile schon längst nicht mehr so. Legion. Aber es ist gut, dass meine Mates auch mal miteinander reden. Und du triffst den Typen nicht, der einfach so steht. Aha. Twitch, was that 3 times or 4 times? 3 times 1. Okay. I'm smart to 10 seconds to insertion. I just saw that. Einer hat FF8, Bruder. Ja, machen wir nochmal ganz ein bisschen lauter hier. Master Volume auf 40 vielleicht. So, warum habe ich jetzt den Diffuser? God bless America. Ich will den Diffuser gar nicht. Ich bin schon ein bisschen zu laut, da müssen wir das Spiel ein bisschen leiser machen tatsächlich. So, Audio nochmal, ich spiele ein bisschen leiser, 36. So, das muss eigentlich, glaube ich, ausreichen. So, gehen wir nach oben hin? Sehr wahrscheinlich. Okay. Wo greifen wir jetzt an? Was machen wir? Wir haben auf jeden Fall auch einen Jäger, Bandit und Legion. Ja, nee, von da würde ich definitiv nicht, Digga. Geht er von der Seite aus, aber der Seite ist auch gefährlich. Ey, wie ich glaube, ich eher tatsächlich von hier komme. So wie Ash, dann gehe ich hinter Ash her. Von da ganz hinten alleine, das wird jetzt nichts bringen. Dann gehe ich wenigstens hier mit Ash, dann kann ich hier wenigstens gucken, wenn was ist. Wenn die Ash stirbt, dann wissen wir Bescheid. Ash, komm bei ihr mit rein, dann kann ich Infos kriegen. Check it, there is Ella close. Hier sind noch zwei Leute runtergedroppt, jetzt kann ich ja nicht mehr runterdroppen, Digga. Down. Okay. There's someone else. Er ist schon unten, die geht die Treppen hoch. Aha. Hier sieht es dann sauber aus, also kann ich den Tote droppen. Ja, ich droppe runter. Ich lasse die Jungs mal vorne hier. Hard right, so in the bathroom. He's in the bathroom. He's 1 HP. Just planting, planting. Yeah, I'm planting. Digga, Alter, der Held, das ist echt gut, der Typ. We have a drone on the diffuser. Defusing. Killing, defusing. Good job. Opfer eliminated. Digga, für mich wieder Sammer, ja. Ich hab voll den Augen davon. Sollte ich damit aufhören? Ich hab's aber auch scheiße gespielt, muss man zugeben. Wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht die Russen spielen, aber ich muss das wegen den Club-Challenges. So, jetzt haben wir. Ich muss auch noch gewinnen, nicht nur spielen. Ach du heilige Makrele, du. Jetzt haben wir ein dickes Problem, Alter. Okay. Nee, Dormitory kann ich dann tatsächlich doch mit Shotgun spielen, eher. Wo ich eigentlich auch nicht ein Fan davon bin, aber wenigstens haben wir es dann. So. Zack, Yellow. Zack, unser Quack Duck dran machen. Zack. Jetzt kriegen wir noch ein Attachment. Ja, das auf jeden Fall. Damit es nicht so krass wippt. Ja, nee. Ich meine, auf Shotguns muss jetzt nicht unbedingt ein Visier drauf. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es vergessen habe. Ne, Attachment, das wäre wahrscheinlich maximal ein Schalldämpfer gewesen, weil ich kann mir bei Shotgun nichts anderes vorstellen. Nee. Alles geht klar, damit kommen wir gut klar, denke ich. So, okay, muss ich meine Kapplanze richtig weit verstreuen, also richtig weit. So, das wird meine erste Aufgabe sein. Wieso bin ich am Arsch der Welt zu platzieren? Ja, very good job. Ich dachte, das Spiel bleibt hängen. So, hier platzieren wir definitiv was. So, dann platzieren wir mal. Was geht die ab, Alter, Lel? So, dann machen wir vielleicht hier an der Tür nochmal was. Just in case. Jetzt haben wir aber so Ausnahme viel zu viel angeholt und viel zu viel in der Nähe. Da sollten wir hier so Richtung East auch was anbringen. Aber das sind keine Türen, das ist das Problem. Ich kann vielleicht hier die Tür nehmen. Wollte ich wahrscheinlich damit gar nicht erwarten. Ich würde wahrscheinlich gar nicht denken.
Rushen die nicht, wenn die rushen, haben wir nichts als Problem. Gibt schon alles versteckt, hier ist auch alles zu. Das ist wunderbar. Kommen wir hier nochmal hoch. Zack. Digga, was geht hier ab? Lell! Holy Jesus, Alter, ey. Noch eine habe ich noch. Eine einzige habe ich. Die packt mich, glaube ich, hier in die Tür. Ich habe keine von den Sprites. Wenn einer von den Sprites. Schauen wir mal. Ich habe einen Tracker Jacker. Einfach nicht on site, alles gut, hier sollte ich safe sein. You are being hunted down. Vielleicht solltet ihr unbedingt mit einer Shotgun Pistole gehen. Lell. You are being followed. Warum ist Doc am Roman, Alter? Jäger sollte halt nicht roamen, das war's. Oh, ich hätte da noch eine Cap'n Trap anbringen müssen hier. Wie hier, Junge, wenn so aus dem Verlieren, Alter. Have a trip again. Nee. Machen die so eine Scheiße, Digga. Weil die jetzt so aufgemacht haben, kann ich das jetzt nicht mehr halten. Das ist das Problem hier. Reloading, cover me. Hier kann ich jetzt nicht viel machen, Digga. You've been exposed. Da ist ein Video. Ich kann da nicht rausgucken, Digga, das ist das Problem. She's holding my door, I can't do anything here. Smoke, can you smoke it? Good job. Reach down. Thanks, mate. That's the tube, okay. Ich kann mit der Shotgun halten, wenn die reinkommen, Digga. Gar keine Chance. Ihr solltet vielleicht aufhören, einfach die Russen zu spielen, Alter. Och nee, ey, die machen aber auch wirklich alles auf, Junge. Die machen wirklich alles auf. Ey, scheiß drauf, ich bin gleich einfach fucking Dings, Mann. Wobei, ich habe die Runde mit Fuse vorhin scheiße gespielt, aber wir haben gewonnen, deswegen zählt das. Ich werde einfach fucking Roman. Die hatten zweimal einen Jackalman und ich nehme einfach Care von Roman dann einfach, ey. Ich schwöre, on-site spielen ist einfach tot. Kannst vergessen, Junge. Kann man einfach nicht machen, Digga. Die spielen einfach die und diejenigen, die roam, sterben die ganze Zeit. Und weil die im Raum alles aufmachen, kann ich auch nichts machen. Deswegen keine Ahnung, was ich machen soll. Ich spiele mir diesmal einfach eine Runde Glass. Aber diesmal, oh, okay, Schalldämpfer ist weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Runde jetzt wird. Du, jetzt bin ich mal gespannt. Haben die eigentlich die Veränderung von... mit Leute jetzt wieder auf dem Live-Server? Nein, ich glaube nicht. Also die Veränderung wegen Glass zum Beispiel, dass er jetzt durch Smoke nur gucken kann, wenn er stehen bleibt. Genauso wie Warden ist, sowieso so von Anfang an. Sind die auch da? Ne, sind die nicht. Ich habe genau das gemacht, was ich mir erhofft hatte, weil dieser Raum ist ja hier so klein, dann hätte ich mich hier irgendwo hingestellt und hätte dann hier mit Shotgun gespielt. Aber die hatten das alles komplett auf, dass ich nichts halten konnte. Die haben hier einfach straight durchgeguckt. Das heißt, ich hatte nur diese kleine Ecke, konnte also nicht viel machen. Das war das dicke, fette Problem, Alter. Frost. Ja, wenigstens Heartbeacher. Die Jungs, muss ich sagen, spielen nicht schlecht, die im Gegnerteam sind. Also, keine Ahnung, vielleicht sind die einfach wirklich nicht schlecht, oder unsere sind schlecht, ja, I don't know, aber die machen anscheinend ein gutes Ding, Digga. Oder teilweise ein gutes Ding, I don't know, Heavy Jager. Ich bin gespannt, wie die Runde jetzt auswählen wird. Also ich habe schon Hoffnung jetzt in mein Team noch, aber es sieht, finde ich, sehr schwierig aus für uns. Okay, dann push ich mir jetzt anscheinend von da, wo ich sowieso normalerweise pushe. Das ist weg. Nummer uno. Und dann pushe ich von dem Window hoch, wo ich sowieso die ganze Zeit immer pushe. Aber hier reinzugehen. They have a frost, watch out for frost traps. Und die Arme hier das C4, dann ist es schon mit meinem Leben, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja, hier ist ein frost trap, wusste ich doch. Das heißt, ich kann da jetzt nicht mehr reinspringen, das ist das Problem hier. Damit, there's a frost trap on that window.
Keiner von denen pusht hier. Wie soll ich mit Jackie alleine pushen? Das... Hä? Von wo hat man jetzt meine Cam? Digga, das kannst du vergessen. Ich kann nicht da alleine mit Jackal da pushen. Digga. Ach, mit Glass. Ich bin. Guck mal, wie sie einfach alle drei von da oben spielen, Junge. Das wird einfach nicht klappen. Ich will hier runterdroppen. Ich hab keine Cam, Digga. Oh, ich werde hier so hart auf die Fresse kriegen, ne? Das wird nicht klappen. Die sind schon on side, ja, da muss ich auch mit runter gehen. Von Neos wird sowieso nicht klappen, Digga. Ich drop da noch einfach runter. Bro, bitte stirb nicht, Alter. Jägermann! In the bathroom. Dark bathroom. Frost close. Digga, das gibt's doch nicht, nothing. Alter, ey. Da, ja. Wir haben drawn on diffuser. One is behind the table. Thrown back. Einer kommt hinter ihm. Diffusing. Nice try. Digga, das wird das Ding. Oh mein Gott, Alter, ey. Ich mache wahrscheinlich die schlechteste Runde überhaupt, Digga. Ich bin wirklich gar nicht da, Digga. Ich bin einfach gar nicht da, Digga. Ich bin so schlecht und so scheiße, Mann. Ich bin wirklich so schlecht und so scheiße. Ich sollte am besten wirklich aufhören. Russen zu spielen, oder ich darf eigentlich Russen hier auf dieser Map nicht spielen, das ist das Problem. Mal gucken, ob wir noch die Wände kriegen. Das wird sonst eine wirklich verdammt lange Runde und für euch dann dementsprechend ein verdammt langes Video, Freunde. Hamam, Digga, ich mache einfach ein No-Vote, fucking. Ich mache einfach fucking No-Vote. Warum will Ubisoft, dass ich die Russen spiele? Und vor allem mit einer Pumpe, Digga. Oder ich spiele andere Pumpen. Wessen Pumpen sind geil? Ja, vielleicht nehme ich dann Smoke einfach mit der Pumpe. Da habe ich wenigstens SMG. Dann kann ich Pumpe so abhaken. Dann spiele ich nicht die Russen mit der Pumpe, Digga. Dann spiele ich nur die Russen, aber mit den Waffen wenigstens. Was sagt ihr hier? Get 7 kills with any shotgun in Multiplayer. Okay. Wie viel haben wir? Wir haben 4. Boah, nur 3. Das kann ich mit Smoke wenigstens machen. So. Und dann haben wir hier noch, hier, Spetsnuts. 8 Runden mit Glass Fuse, Capgun oder Tachanka gewinnen. Okay. Dann können wir wenigstens mit Smoke hier in die Bathroom haben oder so. Ich sollte das klappen. Und hier macht ihr bitte nicht auf, Alter, ey. Die haben vorhin einfach alles aufgenommen, wie Verrückte, ey. Das gibt's doch nicht mehr. Can I get a reinforcement on smoke? A false yellow ping. Kann ich? Oh, nee, dann weiß. Ach nee, ich hätte lieber die Seite zumachen sollen, Digga. Ach nee, das war so dumm von mir. Ich hätte lieber die Seite zumachen müssen. Dann hätte ich von hier aus aufhalten können. Das kann ich hier nichts mehr machen, Digga. Das ist das Problem. Okay, erstmal chillen wir hier, Reed. Reed, erst chillst du hier, Bruder. Dann komm ich hier raus und dann. Ich treffe tatsächlich irgendwelche Schüsse. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ja, Digga, klar, ich stehe direkt, Bruder. Genauso wie das von dir war. Das macht schon einen Unterschied, seht ihr? So einen leichten Unterschied, wenn ihr aimt. Das wird sowas von nichts. Das wird sowas von nichts. On the roof. Wir haben Nomad auch noch, Junge. Diese Runde ist lost as hell. Wir haben Rook, der am Roman ist, ja, Alter. Good job. So, bei Bandit, Junge. Bandit geht ab wie Schmutzkatze, Junge. Close, Doc, close. Doc, warum piekst du das? Gott verdammt nochmal, Doc, Alter. Junge, ach, wir spielen die ganze Zeit mit Türken. Wundert mich nicht, Alter. He's drawing. Also was ich machen kann ist roam, aber wir haben den Rook schon, der im roam ist, Digga. Dann kann ich hier nicht nochmal on side roam.
Hier hielt gerade keine Action ab? Okay. A bomb has been located by Op 4. Jetzt habe ich das gesmoked, obwohl ich gar keine Ahnung habe. Digga, ich verstehe einfach nicht. Wenn die einfach uns Zeit gehen, wir kriegen das noch nicht mehr mit. Das sind alles Türken. Safe, der hätte dann da auch. Das ist übersetzt, ist das so ein richtig türkischer Name, Alter. Digga, Alter. Ach du meine Scheiße. Brox ist türkisch, Kev ist türkisch, Bennett ist wahrscheinlich auch türkisch und ich gehe mal noch mal so gut auf, Digga. Okay, go for your ace, bro. Okay, eine Runde, wo ich denke, du hast es gemacht damals, vernünftig. Wobei, ich habe eh nichts zu sagen, Digga. Ich spiele scheiße, Alter. Ich spiele gerade richtig schlecht. Also, ich habe wirklich gar nicht das Recht, irgendwie mich zu beschweren. Ganz vergessen. Wir haben noch nicht mal einen Kill mit Shotgun gemacht. Das ist wobei gar keine Shotgun-Map. Also kann ich jetzt nicht viel machen, Digga. I'm sorry. Okay. Jetzt scheiße ich auf die. Obwohl, nee, ich könnte tatsächlich dann spiele die Sledge mit Shotgun, Alter. Sledge mit Shotgun geht auch nicht voll klar. Terminator Ribana. Ich meine, wenigstens habe ich hier noch Dings. Nein, kein Terminator Ribana. Dann spiel selbst Terminator Ribana, Alter. Nicht mit mir. No, we don't need Thatcher. Ihr müsst einfach nur euren Ding machen, dann macht ihr es. Yay. Vielleicht ist jetzt was Schlechtes, was ich mache, dass ich so voreingenommen. Das Wort habe ich, glaube ich, vorhin auch benutzt, ne? Dass ich so, wie nennt man das? Also, so vorurteilhaft reingehe in dieses Thema und sage, so, das sind Türken, deswegen nehme ich jetzt schon ab, wobei, das kann man halt nie wissen. Vielleicht liege ich da falsch, wer weiß. Aber weil ich ja selbst Türke bin und die Erfahrung gemacht habe, bin ich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen, wie soll man sagen, vorsichtiger, wenn ich mit Türken spiele, weil die Erfahrung hat so gezeigt, was dann am Ende dabei rauskommt. Natürlich sind die jetzt nicht so krass, denke ich, wie Franzosen. Die Franzosen, denke ich, sind schlimmer. Aber die Türken sind gerade auch nicht unbedingt viel besser. Finde ich zumindest. Wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. Müsst ihr jetzt nicht vertreten. Jedem das Seine. Haben wir hier eine wunderschöne Drohne. Eine Etage tiefer, nee, eine Etage höher, weil sonst von mir sind wir viel besser. Nach unten zumindest. Ey, komm mal nochmal hoch. Und dann sehen wir das doch viel besser, Digga, oder? Easy. Easy, Digga, was für eine geile Drohne, Mann. So, ich meine, mittlerweile bin ich richtiger Fan von SMG. Also geht das auch voll klar. Ich schwöre, kann ich mir definitiv eher weniger. Jetzt pushen wir alle hier von oben. Warum spawn ich immer hier? Ich darf eigentlich gar nicht hier spawnen. Ich will auf der anderen Seite spawnen normalerweise, Digga. Wir sind jetzt da, ja, genau. Die Cam habt ihr schon mal etwas. Alter, ich hab ne Shotgun, ich sollte vielleicht Close Range spielen. Aber wo kann ich mit einer Shotgun angreifen? Ah, ich hab noch eine Safe, denke ich. Vielleicht kann ich mir irgendwie helfen. Okay, alles klar, Brody. Aha! Jungs, wird das ein Comeback? Ich bin Vinicius, Bro. Best Switch. Es ist vielleicht mit Monty gehen. Mit Monty könnte ich vielleicht reagieren. Der Bruder ist tot. Der hat die so Schüsse verloren. Ich könnte hier durch diese Tür einfach reingehen, aber die haben Ela. Deswegen gefällt mir das gar nicht, Digga. Digga, wenn ich hier runtergefallen wäre, ne? Eklig, Alter. Ich muss der Tür. Junge, ich wollte den letzten noch killen, der hat nur 25 HP. Ich habe wirklich alles bekommen, was ich hätte bekommen können. Wirklich alles, Junge. Legion, Kapgan, Ela, Stacheldraht. Weißt du, Albtraum. Jeden Angreifer hast. Digga. Ich habe so Anxiety bekommen, als ich da reingegangen bin. Ich so, okay, als erst Legion Trap, soll ich rausholen? Nee, fuck it, ich gehe rein. Dann noch eine Legion Trap. Scheiß drauf. Barbwehr, scheiß drauf. Ela Trap, scheiß drauf. Kapgan Trap, scheiß drauf, Alter. Junge, ich wäre wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Sekunden direkt gestorben, weil ich so wenig HP hatte, Alter. Ey, das gibt's nicht. Okay, ich muss jetzt hier spawnen. Dann spiele ich das, worauf ich eigentlich Bock habe zu spielen. Eine Shotgun im Angriff. Nee, die Russen Shotgun kannst du vergessen. Die hat keine Shotgun. Kannst du auch vergessen, dann müssen wir das Sledge nehmen. Sledge hat wenigstens noch eine SMG, mit der wir einiges reißen könnten, eventuell unter Umständen, ne? Also,
ganz vorsichtig betont, aber es könnte gut aufgehen. Digga, ich spiele so schlecht. Ich spiele so schlecht. Ich mache eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Ey, oh mein Gott, und wir gewinnen das, ey. Also wenn ich jetzt nicht gecarried werde, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Aber guck mal, das ist auch wieder so eine Sache. So typisch einfach nur Timing. Ich bin jemand, der die ganze Zeit zurückhaltend spielt und wisst ihr, so einfach fast nichts macht, so. Weil ich erstmal noch gucken musste, wie ich mit Shotgun was machen kann. Und dann bin ich halt die ganze Zeit so rumgegangen ein bisschen, um zu gucken, was ich überhaupt machen kann. Hab dann geguckt, ich kann da durchgehen, vielleicht gehe ich da durch und so, vielleicht droppe ich. Und dann wollte ich durch die Tür gehen und das hat ungefähr vielleicht 1,5 Minuten gebraucht oder 1 Minute oder so. In der Zwischenzeit, Alter, haben die ganze Zeit Action gehabt. Also die haben gekillt, sind in Gunfights reingegangen, die wurden umgebracht. Aber im Endeffekt war ich derjenige, der trotzdem die ganzen Kills bekommen hat, obwohl ich am Ende mich gar nicht so krass bewegt habe. Deswegen verstehe ich manchmal dieses Spiel einfach nicht und denke mir so, Bruder, don't do me like that, don't do me like that. Nimm mal irgendwo eine Drohne, nimm mal irgendwo eine Camp, scheiß drauf. YOLO! Natürlich haben wir einen Castle, aber kein Problem. They have a castle, but we have Sledge. Easy step, my boy, aber ich werde es wahrscheinlich erstmal nicht aufmachen, weil das ist auch ein Cover für mich eigentlich, für den Runout. Natürlich haben wir Disabled in A-Lights. Okay, Tetsch ist nicht bei denen. Natürlich. Warum droppt er denn die Füße nach unten? Was machen die eigentlich für ein Play, Digga? Okay, hier kann keiner rauskommen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich könnte hier rein, was ich auch machen werde. Ja, ich gehe dann da rein. Ja, das mache ich definitiv. Hey, wobei, ich spiele eigentlich Dings. Close Range, also sollte ich das eigentlich nicht machen, aber ja. Ich will mich lieber hier, switch. Alter. I know. Oh fuck, Vera's on me. Interrogation? Yeah, right now. Sorry. It's okay. Ja, komm, pick durch die anderen Tür. Wir wissen beide. Komm, Kev, wir wissen beide, dass du genau da rausgucken willst. We have Tischer, but we don't have Thermotech Ivana. It's okay, we don't need him. Push dann von hier runter. Die haben Käfige, ich will nicht alleine pushen, das ist das Problem. Blech, open the Kiste. Get plan, come on. Blech, come here. Hey man, you need to relax, I'm coming. Chill, okay? I'm coming. Open there. Ist die Kiste runter gegangen? I'm coming, where? Let's proceed slowly. Echt Zeit gehen? I'm coming over. I will smoke. And you open the gate. I'm holding the back. You located the bomb. User is online and active. Ooh, flick of the risk. Four last operators standing. Dropping EMP grenade. Throwing frag grenade. Defusing? Eliminated. Aha, ich hab 2 Kills gemacht. Yay, yeah. Ich hab eine geile Runde gemacht. Okay, dann war es vielleicht doch drauf, mit denen zu gehen. Ich verstehe das nicht, Alter. Das sind richtige Türken, Alter. Weißt du, die einfach so einen Plan haben und straight das durchziehen und die ganze Zeit so erwarten, dass wir einfach so dem folgen quasi. Aber es klappt. Normalerweise darf es nicht klappen. Keine Ahnung, warum das so klappt. Digga, I don't know. Aber der Ele habe ich einen schönen Headshot gedrückt, Alter. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich ein richtiger Fan wieder von dem fucking SMG. Ah, Junge, ich könnte echt Kevin mit Shotgun spielen. Digga, für mich wieder Sommer, ja, ja. Obwohl wir Interrogation hatten, haben wir es geschafft zu gewinnen. Lull. Lull. Irgendeine geile Shotgun. Ja, wieder Smoke vielleicht, Digga. Machen wir es mal, komm, wir machen es mal. Eigentlich hätte ich hier Dings gebraucht. Ich habe ja die Shotgun, dann brauche ich keine Impacts, Digga. Das war dumm. Dann hätte ich tatsächlich einfach... Barboy nehmen können. Ah, okay. First pack da Barboy hin. Weil ich will ja hier im Badezimmer halten, ne? Deswegen ist es sehr praktisch, wenn ich weiß, wenn jemand reinkommen will. Easy as that. Dann machen wir hier zu. Dann machen wir da vielleicht später noch auf. Dann müssen wir erstmal gucken. Erst lassen wir das mal so auf. Dann können wir vielleicht später runterdroppen. Ansonsten habe ich nichts, was machen kann. Wo kommen wir auch nicht. Gut, also ich kann einfach jetzt chillen. Nein, ja nicht. Und Ela wäre nice. Oder weiß ich genau, wenn die hier reinkommen. Aber ansonsten bleibt es auch der, also beschweren kann ich mich da nicht. Okay, wir haben jetzt potenzielle 3 Roamer.
So, Broxy legt eine Frost Trap hin. Ey, wir haben dieses gesamte Match hinüber, haben da so viele Menschen in den Frost Trap gelegt. Keiner ist da reingegangen. Mal gucken, ob einer von den Gegnern reingeht. Okay, Headhunter spielt wieder Bandit. Das ist schon mal nice. Aha, da ist auch nochmal Barbed Wire. Perfekt. Also, ich bin hier, was Badezimmer angeht, richtig gut versorgt. Wir haben jetzt nur einen einzigen Roamer, so wie ich das sehe. Und das ist der Coming Main Door, North Side. Buck. They have a Jackal again, main door. Setting up. Your first up is nice. Nice. Bennett, there was Buck too, on top of the tower. Kapitor haben sie. Peter, wen gehört dir? Pulse, there is one on the south stairs. Maybe we can get him. He's on the stairs. Jackal on the stairs. Ash? Pulse, coming to you, Pulse, coming to you, coming to you. She went into a room. Back in the little room. Dropped. Good job. Back close, back close, back close. Back on B door, B door. Pulse on ping downstairs. Yeah, you can get him. He went back into the room. Buck probably down inside. Got him. Where is he? Buck jumped down to first floor. It's this, this, that's this. Yeah. Good job, team. Dass wir das noch bekommen haben. Tatsächlich. Das war aber noch nice Frost, Digga. Was hat der nice gemacht, Digga? Good job! Das war ein nice Frost, Digga. Wir haben es echt gewonnen. Ich bin immer noch letzter mit zwei Kills. Ach du meine Scheiße. Ich bin wenigstens nicht so oft gestorben. Im Vergleich zu meinen Teams, aber ich habe übertrieben wenig Kills. Ich muss sagen, ich wurde hier richtig gecurried. Ich habe jetzt wahrscheinlich nur die vorletzte Runde und diese Runde vielleicht ein bisschen was gemacht. Sonst nicht. Ja, Digga. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Wo ist ausgewogen, würde ich sagen, aber trotzdem. Platt 1 sind wieder, erkennt man ja, 10, 11. Das macht das aus. Aber Chat, das war's dann von mir. Chat, ja, super, Digga. Freunde, das war's dann von mir und dem Full Game Mittwoch wieder mit einer weiteren Folge Ranked. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Damit könnt ihr mich sehr easy, kostenlos, ganz einfach unterstützen. Wenn ihr möchtet, auch gerne ein Abo da lassen. Nicht vergessen. Und wir sehen uns dann bis demnächst. Macht's gut. Bis dann. Bye.